Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Top 5 Waffen in Warzone. Ich habe natürlich wieder sehr viele Fragen über YouTube und natürlich auch über Instagram bekommen, welche so die beste Waffe aktuell in Warzone ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, geht es natürlich heute wieder los mit der Top 5 Serie mit den besten Waffen in Black Ops Cold War Warzone. Heißt quasi natürlich, wir lassen erstmal die ganzen Modern Warfare Waffen außen vor. Wenn ihr noch Top 5 Serien zu Modern Warfare Waffen sucht, checkt das auch gerne ab. Link dazu ist natürlich auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ja, ich will gar nicht so viel labern, bevor wir jetzt starten. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Road to 4500 Abonnenten ist da. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit den Top 5 besten Waffen in Warzone. Als erste Waffe in diesem Video haben wir auf jeden Fall auch eine DLC-Waffe aus Season 1 in Black Ops Cold War. Es geht natürlich um die MAC-10, die im Nahkampf, im Multiplayer sowohl auch im Warzone-Modus wirklich alles zerstört. Ich will das Video jetzt auch allgemein einfach nicht zu lang halten, deswegen zeige ich euch kurz und knackig einfach nur die Waffe, erkläre noch ein bisschen, wie ihr die Waffe spielen solltet. Für das beste Klassen-Setup spielt ihr den Agency-Mündungsschalldämpfer, der natürlich dafür sorgt, dass ihr nicht auf der Map gesehen werdet und natürlich auch, dass die Reichweite der Waffe noch ein bisschen steigt. Dann beim Lauf den 6,1 Zoll schwer verstärkten Lauf, der nochmal die Reichweite und die Kugelgeschwindigkeit erhöht, was natürlich sehr, sehr OP ist. Dann habe ich persönlich eine ruhige Handlaser, dass ihr ein bisschen noch aus der Hüfte ein bisschen besser zielen könnt. Beim Unterlauf den Feldagentengriff für die Rückschusskontrolle und zu guter Letzt das 43-Schuss-Magazin. Und das ist aktuell einer der besten MAC-10-Klassen-Setups, die es in Warzone gibt. Wenn ihr den Gegner mit der Waffe dann auch hittet, fällt der auch in der Regel eigentlich auch relativ schnell um. MAC-10 wirklich absolute Nahkampfmeter aktuell. Und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Waffe. Die nächste Waffe, die wir am Start haben, ist auch so ein bisschen underrated. Man sieht sie auch relativ selten in Warzone, obwohl diese Waffe wirklich ein absoluter Laser ist. Es geht um die Krig 6, einer der präzisesten Waffen im Multiplayer und auch im Warzone, wenn man das richtige Klassen-Setup spielt. Die Waffe kommt auch auf jeden Fall an die Kilodon, auch wenn die jetzt vielleicht noch ein bisschen stärker ist. Ich gehe wirklich stark davon aus, dass in den nächsten Monaten auch die Modern Warfare-Waffen noch ein bisschen gepatcht werden. Deswegen testet auch gerne mal die Krig 6. Sie ist wirklich ein absoluter Laser. Ich habe jetzt auch im Multiplayer ein Video dazu gemacht und auch in Warzone und wirklich die Präzision von der Waffe ist wirklich sehr, sehr hoch. Alles, was ihr für das Klassen-Setup braucht, ist natürlich wieder der Agency-Mündungsschalldämpfer. Diesmal der 19,7 Zoll Zugrifflauf für die effektive Schadensreichweite beim Visier, das Vision Tech mal 2 Visier. Dann beim Unterlauf den Feldagentengriff für die Rückschusskontrolle und zu guter Letzt das 60-Schuss-Magazin. Wenn ihr jetzt irgendwie den Solo-Modus spielen solltet, könnt ihr natürlich auch ganz normal das 45-Schuss-Magazin nehmen. Denn im Solo-Modus braucht man normalerweise jetzt nicht so viel Munition für den Gegner. Aber wenn ihr jetzt Duos, Trios oder Squads spielt, nehmt auf jeden Fall das 60-Schuss-Magazin mit, da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Allgemein dazu würde ich euch empfehlen, eventuell jetzt noch eine MP für den kompletten Nahkampf, wie zum Beispiel die MAC-10 mitzunehmen. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt trotzdem noch einen Sniper mitnehmen, nehmt auf jeden Fall eine HDR oder eine Paddington mit, ist euch alles frei überlassen. Auf jeden Fall, das ist das Klassen-Setup, was auch so gut wie keinen Rückschuss hat in Warzone. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Waffe. Let's go. Die nächste Waffe ist gerade auf dem Vormarsch, die absolute Meta in Warzone zu werden. Es ist eine Einzelschusswaffe, erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an die Primetime von der FL. Und es geht natürlich um die DMR-14, eine Waffe, die wirklich übertrieben stark ist, hat absolutes One-Shot-Potenzial. Man kann Gegner mit 3-4 Kugeln komplett aus dem Leben lasern. Bin gespannt, ob die Waffe irgendwann gepatcht wird. Auf jeden Fall, was ihr für das Klassen-Setup braucht, ist natürlich wieder der Agency-Mündungsschalldämpfer, dann den 17,1 Zoll Einsatzteamlauf, der den Schaden und die Schussrate erhöht. Dann beim Visier habe ich das Axialvisier. Hier habt ihr drei Möglichkeiten. Entweder ihr spielt das Vision-Tag-Visier, das Axialvisier oder ihr spielt das Susat Multizoom-Visier, was auch sehr, sehr OP ist. Im Unterlauf spielt ihr den Feldagenten Vordergriff für Rückschusskontrolle und zu guter Letzt das 30-Schuss-Magazin, denn mehr braucht man auch mit der Waffe eigentlich gar nicht. Theoretisch, wenn ihr mit dem Standardvisier klarkommen solltet, könnt ihr natürlich noch einen Griff, einen Schaft oder einen Laser draufpacken, das ist euch frei überlassen. Man kann Gegner damit wirklich komplett across the map lasern. Und wenn ihr auf jeden Fall der Meinung seid, dass heute in diesem Video auch eine Klasse fehlt, in diesem Top 5 Video, schreibt es gerne unten in die Kommentare und schreibt dann auch gerne ein Klassensetup dazu. Ich denke auch, die ganzen LMGs werden in Cold War wirklich sehr, sehr stark sein. Ich weiß, dass die Stoner relativ gut ist. Die werde ich jetzt auch bald noch mal ein bisschen testen. Deswegen schreibt mir gerne ein Feedback dazu in die Kommentare und kommen wir zur nächsten Waffe. Und zwar geht es um die Farmers, aka die FFAR. Wirklich auf mittlerer Distanz in Warzone eine sehr, sehr gute Time to Kill. Eine Waffe, mit der man auch die Standardklasse vom Boden benutzen kann, um Gegner komplett wegzulasern. Da ist meistens nur das Problem, dass man nur das 25-Schuss-Magazin hat. Aber wirklich, diese Waffe ist auf mittlerer Distanz und kurze Distanz wirklich sehr, sehr stark. Und natürlich das Klassensetup für die FFAR ist natürlich wieder der Agency-Mündungsschalldämpfer, der 20,3 Zoll Zugrifflauf. Dann beim Unterlauf den Feldagentengriff, der natürlich wieder für Rückschusskontrolle gut ist, das 50-Schuss-Schnellmagazin, das letzte, was man freischalten kann, und die Schlangenumwicklung, dass ihr dann noch ein bisschen schneller ins Aim gehen könnt. Und das ist wirklich einer der besten Warzone-Klassen-Setups mit der Farmers. Wie gesagt, ihr könnt die Waffe jetzt nicht unbedingt auf große Distanz spielen. Wenn ihr jetzt einen Gegner auf 20, 30 Meter vor euch habt, ist diese Waffe wirklich perfekt geeignet. Deswegen kann man mit dieser Waffe auf jeden Fall nichts falsch machen. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Waffe für dieses Video. Das ist eine Waffe, die aktuell noch stark ist. Ich gehe allerdings auch stark davon aus, dass sie jetzt vielleicht noch ein bisschen schlechter gemacht wird. Im Multiplayer wurde sie auch schon ein paar Mal schlechter gemacht, weil sie da auch einfach alles durch die Lobby gelasert hat. Es geht natürlich um die M16. Hier spiele ich das Ganze natürlich wieder mit dem Agency-Mündungsschalldämpfer, dem 15,9 Zoll Einsatzteamlauf für den Schaden und die Schussrate, was natürlich für Burstwaffen eigentlich immer am meisten Sinn macht. Dann das Vision Tech mal 2 Visier, Feldagentenvordergriff und das 45-Schuss-Magazin. Hier könnt ihr auch beim Lauf einfach noch ein bisschen variieren. Die Waffe ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man die Gegner so ein bisschen auf die Distanz halten will. Hier in Kombination solltet ihr allerdings auf jeden Fall eine MP spielen, wie MP5,
MAC-10 oder Vector, sowas auf jeden Fall in die Richtung, dass ihr auf Close Range einfach die Waffe wechseln könnt und natürlich im Nahkampf auch mehr Chancen gegen die Gegner habt. Wie gesagt, gebt mir gerne ein Feedback dazu, welche Waffen heute gefehlt haben, beziehungsweise welche Waffen jetzt nicht unbedingt in das Video gehört hätten. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr neu seid und ihr keine Videos über Black Ops Cold War und natürlich auch Warzone verpassen wollt, lasst gerne auch ein Abo da, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Road to 4500 Abonnenten ist da. Wäre wirklich sehr, sehr nice, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen würden. Und Leute, das wär's mir. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.